Kurz nachgedacht, der Podcast der Evangelischen Jugend Schwarmstedt. Heute denkt mit uns Konstanze Krings aus dem JUMAK in Schwarmstedt. Dankbarkeit. Wann waren wir das letzte Mal bewusst dankbar für das, was wir haben? Ich glaube, manchmal wird uns gar nicht so klar, wie dankbar wir uns eigentlich schätzen können. Dass wir eine gute Gesundheitsversorgung haben, dass wir alle Bildung erlangen können, dass wir fließend Strom und Wasser haben und so weiter. Dabei wird uns manchmal vielleicht gar nicht bewusst, dass es anderen Leuten nicht so gut geht wie uns. Dabei muss ich immer an meinen einen Aufenthalt in Malaysia zurückdenken vor einigen Jahren. Eine Bekannte von uns leitete eine Einrichtung, wo Kinder aus ärmlicheren Verhältnissen nach der Schule hin können und dort frisches Essen kriegen, Hilfe bei den Hausaufgaben und einfach auch mal eine Pause vom Alltag. Und mein Vater hat dort ehrenamtlich gearbeitet und als wir ihn abgeholt haben, war da ein kleiner Junge, der uns unbedingt sein Zuhause zeigen wollte. Und dann sind wir alle zusammen zu seinem Haus gegangen und seine ganze Familie hat uns total freundlich willkommen geheißen und war total glücklich, dass wir zu Besuch gekommen sind. Und der kleine Junge hat uns eine Führung durch sein ganzes Grundstück gezeigt. Und ja, dabei hatten sie nicht viel, wie wir jetzt quasi aus unseren Verhältnissen sagen würden. Sie hatten keine gute Wasserversorgung, sie hatten eine schlechte Stromversorgung und auch hygienisch betrachtet war das dort eher, ja, weniger hygienisch. Und ich glaube, dass wir uns an der Familie ein Beispiel nehmen können, weil obwohl sie, wie wir sagen würden, wenig hatten, hatten sie in ihren Augen sehr viel. Sie waren glücklich und dankbar für alles, was sie hatten. Sie waren total stolz, uns zu zeigen, wo sie gewohnt haben und wo der kleine Junge aufgewachsen ist, wie sie leben. Und waren einfach alle total glücklich. Er strahlte die ganze Zeit so übers ganze Gesicht und ich glaube, wir können uns diese Familie als Beispiel nehmen, dass es nicht immer auf die materiellen Dinge ankommt, dass wir uns vor allem dankbar schätzen können für alles, was wir haben. Ob es nun Familie ist, Freunde, Bildung, für unsere Lebensumstände. Ich glaube, wir sollten uns das einfach alles einmal bewusst überlegen und uns klar machen, dass es uns sehr gut geht hier und dass wir viel haben, für wir dankbar sein können. Kurz nachgedacht. Jeden Abend, kurz nach 6, denkt jemand Neues mit uns nach, betet, gibt Anregungen und verbindet uns miteinander. Du hast Lust mitzudenken? Melde dich einfach bei uns. Wir wünschen euch einen gesegneten Abend und bis morgen. Wir hören uns um kurz nach.